Ja, einen schönen guten Abend. Ich hoffe wirklich, dass das, was wir jetzt hören werden, uns wirklich ermutigen wird und vor allem auch in erster Linie, dass wir uns da selbst überprüfen anhand des Wortes. Es sollen halt nicht meine Worte sein. Und ich möchte aber auf jeden Fall zu Beginn sagen, dass das, was ich sage, zuallererst halt in meinem Leben zu sehen ist und zu erkennen ist und nimmt das nicht für übel. Ich will da nicht jemanden direkt ansprechen, sondern das ist eigentlich genau eine Predigt für mich selbst oder zu mir selbst. Wir haben heute Morgen in der Einleitung gehört, für die, die das vielleicht vergessen haben, da hatten wir einen Einleitungsvers gehabt und dann wurde gesagt, dass wenn wir uns dieser Gnade, die wir jeden Tag aufs Neue bewusst werden und uns darüber Gedanken machen, was Gnade ist und durch wen wir die Gnade empfangen haben, dass wir mehr und mehr aufgrund dann der Dankbarkeit Gott verherrlichen. Und als ich das gehört habe, dachte ich so, ja, das stimmt. Aber ich denke auch, wenn wir mehr und mehr über diese Gnade nachdenken, die wir persönlich empfangen haben, was Jesus Christus für uns getan hat am Kreuz, wenn wir diese Gnade verstehen, ich denke, dann wird diese Gnade uns dazu bringen, auch anderen Menschen weiterzusagen. Und das ist heute auch mein Thema. Warum bin ich so passiv in meiner persönlichen Evangelisation? Ich möchte gern jedem Einzelnen zu Beginn eine Frage stellen. Ihr könnt sie auch gerne beantworten. Und zwar, wer hat folgenden Satz zu wem gesagt? Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Petrus? Ja? Noch? Ja? Und zu wem wurde das gesagt? Na, Obrigkeit nicht? Genau, zum Hohen Rat, richtig. Diese Aussage, denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben, das haben Petrus und Johannes gesagt vor dem Hohen Rat. Petrus und Johannes standen vor Hannas, dem Hohen Priester, aber nicht alleine vor Hannas, sondern vor Kaiphas, vor Johannes, vor Alexander und vor jedem, der dieses hohe priesterliche Geschlecht oder hohe priesterliche Amt hatte. Sie stehen also vor der geistlichen Führerschaft, vor denen, die eigentlich das Volk geistlich führen sollten und geben Rechenschaft ab. Und zwar, das war so, dass Petrus einen Mann geheilt hat und das haben die mitbekommen. Und dann nehmen sie sie gefangen und fragen sie direkt, durch welche Kraft oder durch welchen Namen tut ihr das? Und Petrus sagt Folgendes in Apostelgeschichte 4, Vers 10. So sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das haben Petrus und Johannes denjenigen gesagt, die vor einigen Wochen Jesus ans Kreuz genagelt haben, die dafür gesorgt haben, dass das Volk aufgerührt war und zusammen geschrien haben, kreuzigt ihn. Wer war Petrus und Johannes? Wenn wir zurückdenken an im Garten Gethsemane, was ist da passiert? Jesus wurde gefangen genommen, ein Jünger wurde festgehalten, der sich losgerissen hat und es wird vermutet, ich weiß gar nicht, ob es gesagt wird, es wird vermutet, dass es Johannes war. Es sind weggelaufen. Petrus war im Schatten des ganzen Geschehens im Garten Gethsemane in der Dunkelheit und hat Jesus von Ferne verfolgt, hat das alles von Ferne gesehen. Und Petrus steht vielleicht Stunden vorher vielleicht auf und sagt, Jesus, ich werde dich nicht verleugnen, auch wenn ich sterben muss. Und was wissen wir, was ist passiert? Petrus verleugnet Jesus vor einem Dienstmädchen. Der da stand und die Jünger natürlich auch, er war ja der Vorsprecher, hat gesagt, wir werden dich nicht verleugnen, wir werden für dich sterben. Und Jesus sagt, nein Petrus, du wirst mich verleugnen. Und das hat Petrus gemacht vor einem Dienstmädchen. Und jetzt, das war im Garten Gethsemane. Und jetzt lesen wir in der Apostelgeschichte Folgendes, dass sie vor den Leuten standen, die Jesus
oder die verschuldet waren, dass Jesus ans Kreuz ging. Ich habe mir die Frage gestellt, was war passiert? Warum lesen wir im Garten Gethsemane diese Begebenheit von den Geschwistern und hier stehen sie vor dem Hohen Rat und predigen das Evangelium, sagen ganz klar mit einer Freimütigkeit, mit einer Kühnheit das, was wirklich passiert ist. Sie hatten keine Angst. Und nach meiner Beobachtung hat es etwas mit dem Heiligen Geist zu tun oder unmittelbar etwas mit dem Heiligen Geist zu tun. Denn Jesus erwähnt in Johannes Evangelium Kapitel 16 einiges über den Heiligen Geist. Dort sagt er, dass ich gehen muss, denn der Tröster muss kommen. Und das ist die Rede von dem Heiligen Geist. Und Jesus erklärt den Jüngern auch, was der Heilige Geist in denen, in dem Fall auch in uns, bewirken wird. Und zwar, der Heilige Geist wird die Jünger in der Wahrheit leiten. Der Heilige Geist wird reden, was er von Gott hören wird. Und der Heilige Geist wird ihnen zukünftige Dinge offenbaren und zeigen. Und der Heilige Geist wird Christus verherrlichen. Paulus sagt in der Gemeinde zu Korinth Folgendes. Und ich war in Schwachheit und mit Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes. Hier sagt Paulus, ich bin nicht mit einer gewissen Redekunst zu euch gekommen. Ich hatte Angst. Ich habe mich gefürchtet. Die Worte, die ich genannt habe, kam nicht von mir, sondern sie waren die Erweisung des Geistes. Der Geist hat Paulus geleitet, hat ihm die Worte gegeben, die er ihm sagen sollte. Und dann sagt Paulus aber weiter, sondern Erweisung des Geistes und der Kraft. Woher kommt jetzt die Kraft, von der Paulus hier spricht? Kraft bedeutet im Griechischen Fähigkeit, Vollmacht, Dynamis. Und dieses Wort Kraft ist das gleiche Wort wie in Apostelgeschichte 1, Vers 18, wo Jesus zu den Jüngern gesagt hat, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Und genau das sehen wir hier in der Apostelgeschichte. Petrus, voll des Geistes, spricht zu ihnen. Vorher hatten sie den Geist noch gar nicht, wo sie im Garten Gethsemane war. Da sind sie weggelaufen, hatten sie Angst. Dann war ja das Pfingstwunder, sie haben den Geist bekommen. Es erfüllt sich das, was Jesus gesagt hat, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und jetzt stehen die plötzlich vor dem Hohen Rat, die Jesus verfolgt haben, die Jesus das gebracht haben, dass er am Kreuz stirbt und erzählen ihm das in einer Freimütigkeit. Und das, wo Petrus dann stand, Petrus stand ja voll des Heiligen Geistes da und sprach und hat das denen dann gesagt. Und was war das Verständnis von dem Hohen Rat? Sie haben sich gewundert. In der Apostelgeschichte lesen wir auch, genau im Kapitel 4, als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Das waren keine Gelernten. Das waren Fischer. Und das wussten die. Denken so, was ist das für eine Freimütigkeit? Was ist das für eine Kühnheit und eine Klarheit? Schlussfolgernd kann man erkennen, dass der Heilige Geist uns befähigt, in einer Freimütigkeit, so wie bei Petrus, den Menschen das Evangelium weiterzusagen. Ich denke schon, dass wir in einer Zeit leben, auch als Gemeinde oder gerade als Gemeinde, wo es uns schwerfällt, uns mit dem Heiligen Geist zu erfüllen. Das Wort, Gott selbst, fordert uns auf, uns mit dem Heiligen Geist zu erfüllen. Und zwar in Epheser 5, 18 heißt es, lasst euch vom Geist erfüllen. Es ist ein Wunsch, es ist ein Befehl von Gott, dass seine Kinder sich mit dem Heiligen Geist erfüllen. Wie passiert das? Ich denke, das wäre jetzt noch ein separates Thema. Aber man kann grob sagen, wenn wir uns mit dem Geist Gottes erfüllen lassen wollen, dann müssen wir in Heiligung leben. Dann müssen wir eine intakte Beziehung mit Jesus haben, im Wort haben, im Gebet haben und ja, auch in Heiligung leben.
und uns auch ermuntern mit Lobliedern. Das schreibt auch das lesen wir auch im Epheserbrief. Also nach meinem Verständnis tun wir eher das, was in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 19 steht. Da steht nämlich, dämpft nicht den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ob uns das bewusst ist. Ich habe darüber nachgedacht, aber inwieweit versuche ich mich in meinem Alltag mit dem Geist zu erfüllen? Denn der ist es ja, der Zeugnis geben möchte. Der ist es doch, der mich fähig macht, mit einer Freimütigkeit den Menschen zu sagen, ihr geht verloren. Wie weit beschäftige ich mich damit? Wie weit ist es mir wichtig? Und ich denke, es ist wichtig. Und die erste Ursache oder Mangel an der persönlichen Evangelisation in meinem persönlichen Leben wäre nach meinem Verständnis, dass wir uns nicht mit dem Geist erfüllen. Weil, wie schon gesagt, er ist der, der uns drängt. Er ist derjenige, der uns fähig macht und uns eine Freimütigkeit schenkt, die Menschen das Evangelium zu verkündigen. Petrus sagt selbst in Apostelgeschichte 4, Vers 20, in der gleichen Begebenheit, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden. Wir können es nicht lassen. Es geht nicht. Und nach meinem Verständnis ist es auch gerade der Geist, der das in Petrus und Johannes bewirkt. Eine weitere Ursache, die mir wichtig geworden ist, warum ich passiv in meinem Leben bin, wenn es um die Verbreitung des Evangeliums geht, möchte ich gerne aus dem Römerbrief nehmen, und zwar aus dem ersten Kapitel. Und zwar möchte ich uns gerne Apostel Paulus vor Augen malen. Und zwar im ersten Kapitel, gerade am Anfang, wird deutlich, dass Paulus zwei große Wünsche auf dem Herzen hatte. Der erste Wunsch von Paulus war, Gemeinschaft mit den Geschwistern in Rom zu haben, sich mit den Heiligen in Rom zu treffen und diese Gemeinschaft miteinander zu genießen. Er flehte zu Gott und hat Gott darum gebeten, dass Gott doch irgendwie eine Tür öffnen möge, dass er dorthin kann. Anhand des Römerbriefes merken wir, das sagt auch Paulus von sich direkt, dass es Jahre gedauert hat, bis er dort bei den Geschwistern war. Aber er wollte zu ihnen, er wollte die Gemeinschaft pflegen, er wollte ihnen eine geistliche Gabe weitergeben, damit sie zugerüstet werden im Glauben. Und er selbst getröstet wird, wenn er sie sieht. Und der zweite Wunsch von Paulus war, dass er Frucht schaffe unter den Heiden, und zwar das Evangelium verkündigen. Menschen für Christus zu gewinnen. Die Heiden für Christus zu gewinnen. Und Paulus begründet auch diesen Verlangen, oder das Wort zeigt uns auch, oder er sagt auch von sich aus, warum das so ist, warum er gerne Frucht schaffen möchte unter den Heiden. Und zwar in Kapitel 1, Vers 14, da sagt er, ich bin ein Schuldner. Paulus sieht sich als Schuldner der Heiden. Das bedeutet, Paulus hat eine Schuld, war sich der Schuld bewusst. Er muss ihnen das Evangelium verkündigen. Er muss sie für Christus gewinnen. Jetzt kann man vielleicht sagen, ja gut, Paulus wurde berufen von Jesus direkt. Ja? Er war ein direkter Apostel der Heiden. Das lesen wir auch in der Apostelgeschichte. Ja, das stimmt. Er war direkt berufen von Gott selbst, ein Apostel der Heiden zu sein. Gott hat ihm den Auftrag direkt gegeben. Ich habe mir aber die Frage gestellt, und wer macht es denn eigentlich nach Apostel Paulus? Oder wer macht es nachdem, wenn die Jünger damals nicht mehr auf der Erde gewesen waren oder gestorben sind? Das heißt, oder was machen wir mit der Aussage, die Jesus selbst sagt zu seinen Jüngern, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Es ist ein Auftrag. Wenn ich ein Jünger Jesu bin, habe ich diesen Auftrag. Ob ich alt oder jung bin, ob ich Oma, Opa bin, Vater oder eine Mutter von mehreren Kindern. Wir haben den Auftrag von Gott, wenn wir Jünger Jesu sind, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Paulus war sich dieser Schuld bewusst, dieser Verantwortung. Und diese Verantwortung den Griechen, den Weisen und Nicht-Griechen und Nicht-Weisen
das Evangelium zu verkünden. Und weil er ein Schuldner ist, weil er diese Verantwortung gemerkt und verspürt hat, schreibt er in Vers 15, darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Darum, so viel an mir liegt. Paulus, oder im 1. Korintherbrief, in Kapitel 9, lesen wir ein bisschen, wie Paulus, ich sage das mal, getickt hat, was er gemacht hat, um die Menschen zu gewinnen. Und zwar 1. Korinther Kapitel 9, 20 bis 23. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich den Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz. Obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzesmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich um des Evangeliums willen. Paulus hat sich angepasst. Den Juden bin ich ein Jude, den Griechen bin ich ein Grieche. Warum? Damit er sie für Christus gewinne, für das Evangelium. Und da habe ich mich auch gefragt, was tue ich? Was tue ich um des Evangeliums willen? In unserem Alltag, was tue ich? Oder was tun wir, um Menschen für Christus zu gewinnen? Diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten. Unser Tun und unser Handeln zeigt vor allem uns selbst, dir, wie wichtig dir dieser Auftrag ist, den Gott dir gegeben hat. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Es zeigt dir, dein Handeln in einem Alltag zeigt dir, ob du mit Paulus zusammen stehen kannst und sagen kannst, ich bin ein Schuldner. Die zweite Ursache für meine persönliche mangelnde Evangelisation wäre, wir haben den Auftrag unseres Herrn, geht hin und verkündigt das Evangelium, aus unseren Augen verloren, beziehungsweise diese Verantwortung, die dahinter steckt. Ich komme zu meiner, also in der Predigt zur letzten Ursache, für die Ursache, warum ich nicht oder passiv bin in der persönlichen Evangelisation. Und zwar, dazu möchte ich auch Vers 16 lesen, im ersten Kapitel 1 im Römerbrief. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Paulus schämte sich nicht, die Botschaft Gottes den Griechen, denen das Wort eine Torheit war, und den Juden ein Ärgernis weiterzugeben, sie für Christus zu gewinnen. Er schämte sich nicht. Und wenn wir jetzt einmal darüber nachdenken, auch als Christen, macht es ja eigentlich auch Sinn, was Paulus hier sagt. Er sagt, er schämt sich nicht. Aufgrund des Evangeliums willen. Was ist das Evangelium? Was ist das für uns? Das ist die frohe Botschaft. Und er sagt hier auch, was beinhaltet diese frohe Botschaft? Es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Das ist die frohe Botschaft. Derjenige, der daran glaubt, der wird gerettet. Im Neuen Testament bedeutet Glaube ein bewusstes Vertrauen auf Gott und sein Wort und insbesondere auf das Erlösungswerk Jesu Christi. Wenn man das daran glaubt und es sich zu eigen macht, ist man gerettet. Hier kommen nicht mehr die Werke des Gesetzes zum Vorschein, dass der Mensch irgendwas erleisten muss. Das ist die Religion. Ja? Die Religion muss irgendwas leisten, damit sie gerettet werden. Wir brauchen das nicht. Das hat Jesus uns geschenkt. Jesus ist stellvertretend für jeden Einzelnen am Kreuz gestorben. Daran denken wir nachher. Das ist die frohe Botschaft. Nicht mehr ich muss da hängen,
Jesus hing da. Ein für alle Mal. Und er sagt, es ist eine Kraft Gottes. Es ist eine Kraft Gottes. Es überführt von Sünde. Das ist nicht wir, die wir reden, irgendwie was. Nein, das ist das Wort. Die dritte Ursache für die mangelnde persönliche Evangelisation, die mir so aufgefallen ist, man schämt sich. Man schämt sich um des Evangeliums willen. Und zwar, ich habe daran gedacht, wie ist das, wenn man zum Beispiel mit der Familie in ein Restaurant geht oder man geht essen, dann sucht man sich ja eigentlich nicht den Platz in der Mitte von dem ganzen Restaurant, wo man sich dann mit der Familie hinsetzt. Man versucht doch eher ein bisschen abseits zu sein, wo man für sich ist. Und dann betet man ein bisschen vorsichtig oder guckt so, ja, gucken jetzt die Leute oder nicht. Also man, da ist irgendwie, also man setzt sich nicht in die Mitte des Restaurants und betet ganz laut. Ich glaube, das macht keiner von uns. Habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Und wenn, dann ist es gut. Also ich nicht. Man denkt so, ja, was denken die anderen? Die gucken so. Oder wenn man mit den Kindern in ein Einkaufen geht und man steht an dem, da wo man bezahlen muss, an der Kasse. Und ein Kind fragt, Papa, warum geht der Mann, der vor uns ist, wenn er nicht an Jesus glaubt, verloren? Und man ist sich ganz genau gewiss, er hat das gehört. Wie geht es einem? Es ist so, ja, irgendwo unangenehm, oder? Ich denke, wir kennen die einen oder anderen, kennen die Situation. Man steht nicht fest und sagt, mir doch egal, was die anderen denken. Ich weiß, woran ich glaube. Ich weiß, was das Evangelium ist. Man schämt sich irgendwo so. Das ist irgendwo auch menschlich. Paulus hat zu Timotheus gesagt, er soll sich nicht des Zeugnisses von dem Herrn schämen und sich nicht schämen wegen Paulus. Also er sagt das so. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, auch nicht meinetwegen. Das sagt Paulus zu Timotheus. Timotheus hat sich doch irgendwo geschämt. Schämen ist menschlich, aber nicht göttlich. Und ich denke, das ist mir auch sehr wichtig geworden. Wir sollten uns auch mal, vielleicht aufs Neue mal im Klaren werden, wenn ich mich um das Evangelium schäme, schäme ich mich ja nicht des Buches. Es geht ja tiefer. Wie ich schäme mich ja aufgrund der Dinge, die in diesem Wort stehen. Und das ist ja Jesus, Jesus hat ja hier selber was gesagt. Und das ist ja das Wort von Gott, von Jesus. Und wenn ich mich des Evangeliums schäme, schäme ich mich auch Jesus. Sonst das im Klaren. Und Jesus sagt in Markus Kapitel 8, Vers 38, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Wir brauchen uns nicht zu schämen. Absolut nicht. Wir wissen, woran wir glauben. Wir wissen, was das Wort ist. Und ich möchte gerne zusammenfassen und nochmal die drei Ursachen nennen, die mir persönlich auch aufgefallen sind und wichtig geworden sind. Woran kann es liegen, dass ich passiv in meiner persönlichen Evangelisation bin? Erstens, ich bin nicht voll des Geistes. Ich dämpfe den Heiligen Geist durch Gleichförmigkeit der Welt, durch Faulheit, durch Egoismus und so weiter. Die zweite Ursache ist vielleicht, ich habe den persönlichen Auftrag, den Gott den Jüngern, also auch mir, gegeben hat, vergessen. Beziehungsweise ich bin mir nicht bewusst, welche Verantwortung ich habe. Diese Verantwortung, die wir haben, lesen wir auch in Hesekiel im Alten Testament. Und die dritte Ursache, die es sein könnte, ist, man schämt sich einfach. Man schämt sich für die frohe Botschaft. Man fühlt sich so komisch. Und wie gesagt, ich möchte da niemanden direkt ermahnen. Ich sehe das selber in meinem eigenen Leben und habe da auch zu arbeiten dran. Ich wünsche mir trotzdem, dass wir darüber nachdenken und uns überprüfen, warum wir vielleicht in unserem Alltag zu wenig tun für Jesus, für das Evangelium. Und ich wünsche mir, dass wir einfach darüber nachdenken und ja, auch Gottes Segen. Amen.